heutigen Video geht es um einen der düstersten Fälle, die ich je behandelt habe. Wir sprechen über die 16-jährige Becky Watts, die durch wirklich abscheuliche Beweggründe dem Leben entrissen wurde. Bristol ist die Stadt mit den meisten Einwohnern im Südwesten Englands und ist das beliebteste innerländische Reiseziel für Briten. Mitte Februar 2015 geriet die sonst sichere Stadt in Aufruhr. Menschen, die sonst nicht gut miteinander auskamen, taten sich zusammen, um gemeinsam nach einem verschwundenen Mädchen zu suchen. Der Name des Mädchens war Becky Mary Watts, kurz Becky. Becky wurde im Juni 1998 in Bristol geboren und war ein glückliches Kind, das man fast für alles begeistern konnte. Ihre Eltern trennten sich, als sie gerade einmal 3 Jahre alt war. Sie zog zu ihrem Vater und seiner neuen Partnerin. Zu ihm hatte sie eine gute Beziehung, es war immer Becky und er gegen den Rest der Welt. Die neue Partnerin brachte auch einen Sohn mit in die Beziehung. Er war 12 Jahre älter als sie und hieß Nathan Matthews. Als Becky 13 Jahre alt war, zog sich das einst glückliche Mädchen immer weiter zurück und wurde verschwiegener. Ihre Mitschüler und Freunde hänselten sie wegen ihres Gewichts. Sie sagten, sie sei zu dick. Becky hörte die Stimmen ihrer vermeintlichen Freunde immer wieder in ihrem Kopf und glaubte ihnen irgendwann, weswegen sie aufhörte zu essen. Also sie aß wirklich nichts mehr und wurde immer unglücklicher, weil sie das Idealgewicht, was sie vor Augen hatte, nicht erreichen konnte. Und obwohl sie ja wirklich nichts mehr gegessen hat, nahm sie sich im Spiegel von Tag zu Tag dicker wahr. Es dauerte nicht lang, bis ihr Vater einschritt und ihr professionelle Hilfe suchte. Becky wurde eine Anorexie diagnostiziert und nach einem Hin und Her stimmte sie einer Therapie zu und sah ein, dass sie ein Problem hatte. In der nächsten Zeit verbesserte sich ihr physischer und auch psychischer Zustand wieder und sie entwickelte sich zu einem gesellschaftlichen Normen entsprechend normalen Teenager, ohne größere Probleme, das der Zukunft aufgeschlossen entgegenblickte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie einen Freund. Sein Name war Luke und er machte eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Er war auch die Person, die Becky als letztes eine Nachricht geschrieben hat. Das hier ist die Nachricht. Am 18. Februar, einen Tag vor ihrem Verschwinden, war sie auf einer Party und übernachtete bei einer Freundin, wo sie nach der Party noch Filme schauten. Am 19. Februar kam sie nach Hause. Dort traf sie auf ihre Stiefmutter Anya Galsworthy, mit der sie auch kurz redete, die sich einige Zeit später aber auf den Weg zu einem Arzttermin machte. Das war gegen 11.15 Uhr. Als Anya wieder nach Hause kam, war Becky nicht mehr da. Und das war merkwürdig, denn Becky hatte eine soziale Angststörung und es war untypisch für sie, dass sie einfach verschwindet. Der Vater erzählte später von Situationen, die Becky aufgrund dessen vermied. Sie ging zum Beispiel lieber zu Fuß nach Hause, als den Bus zu nehmen, weil sie Angst vor dem Gespräch mit dem Busfahrer hatte, wenn sie das Ticket hätte kaufen müssen. Es war ihr auch nicht möglich, einfach in einen Einkaufsladen zu gehen, ohne eine Panikattacke zu bekommen. Man ist so oder so in Aufruhr, wenn sein Kind nicht mehr zu erreichen ist. Aber die Alarmstufe von Beckys Vater war nochmals größer, weil sein 16-jähriges Mädchen nicht einfach so verschwinden würde. Trotzdem meldeten sie sie erst am nächsten Tag als vermisst. Erst nachdem sie sich selbst auf die Suche nach ihr gemacht und jede mögliche Kontaktperson angerufen haben, die von Becky wissen könnte. Deswegen begann die Suche nach der 16-jährigen Becky Watts erst am 20. Februar 2015. Das Haus der Watts wurde untersucht und es stellte sich heraus, dass das Telefon, Tablet und der Laptop von Becky fehlten. Es wurde weder Geld, noch wurden Anziehsachen aus ihren Kleiderschränken entwendet. Wenn man versuchte, sie anzurufen, ging sofort die Mailbox dran und Becky hing, wie alle in ihrem Alter und wir auch, so gut wie immer vor dem kleinen Bildschirm. Deswegen machten sich auch irgendwann ihre Freunde Sorgen und riefen die Eltern an, wo sie sei, weil sie eben nicht mehr online war. Das war auch der Zeitpunkt, ab dem ihre Eltern sich große Sorgen machten. Irgendetwas schien nicht zu stimmen. Die Polizei präsentierte den Fall der Öffentlichkeit und bat die Bevölkerung darum, nach Becky Ausschau zu halten, um sie so zu emotionalisieren und wahrscheinlich, weil sie einfach verzweifelt waren, stellten auch die Eltern sich schweren Herzens ins Rampenlicht und betonten die Wichtigkeit des Auffindens ihrer Tochter. Ihr Vater sagte während der ersten Pressekonferenz auch Folgendes: Becky, wenn du das hier siehst, bitte komm nach Hause. Und die Bevölkerung folgte den Hilferufen. Der Hashtag FindBecky trendete mehrere Tage auf Twitter und die ganze Stadt schien jeden Stein umzudrehen, um Becky wieder gesund nach Hause zu bringen. Aber niemand fand sie.
Kurze Zeit später gab es den ersten Hinweis. Anfangs dachte man, dass Becky alleine zu Hause gewesen wäre, als ihre Stiefmutter sich auf den Weg zum Arzttermin gemacht hat. Aber das stellte sich als falsch heraus. Mit ihr im Haus war ihr Stiefbruder Nathan Matthews und seine Freundin Shauna Hoare. Nathan war, wie schon erwähnt, 12 Jahre älter als Becky, also 28 zu dem Zeitpunkt. Aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung fand er aber leider keinen Job. Er hatte Rheuma und Fibromyalgie. Beides Krankheiten, die ihm jeden Tag zu jeder Stunde Schmerzen bei den alltäglichsten Sachen bereiteten. Shauna und er waren seit knapp 8 Jahren zusammen. Sie war erst 14, als sie zusammenkamen, was retrospektiv schon merkwürdig ist. Auf jeden Fall lebten sie zusammen in dem Haus mit Becky, Anja und Beckys leiblichen Vater. Shauna kümmerte sich professionell um Anja, denn sie hatte eine fortschreitende Multiple Sklerose, weswegen sie auch am 19. Februar beim Arzt war. Also hat nicht Anja Becky zuletzt gesehen, sondern Shauna und Nathan. Sie sagten aber, dass sie nicht gesehen, sondern nur gehört haben, wie sie die Tür zugeschlagen hat, als sie vermutlich das Haus verließ. Shauna schilderte die Situation wie folgt. Sie und Nathan sind gegen 11 Uhr im Haus angekommen. Die Tür war verschlossen, weswegen sie den Schlüssel unter der Hausmatte benutzten, um reinzukommen. Als sie die Tür öffneten, hörten sie Musik aus Beckys Zimmer kommen. Shauna ist dann in die Küche gegangen, um sich eine Zigarette zu holen, ging nach draußen und fütterte ihre Hasen. Eigenen Aussagen zufolge dauerte es ungefähr 15 bis 20 Minuten. Danach ist sie wieder rein, hat sich die Hände gewaschen und sich ein Getränk eingeschüttet, als sie plötzlich die Tür zufallen gehört hat. Sie dachte nicht weiter darüber nach, ging ins Wohnzimmer und erst später am Abend wurde sie gefragt, ob sie Becky gesehen hat. Auch da soll sie schon gesagt haben, dass sie nur gehört hat. Das hört sich erst einmal nicht allzu verdächtigt an. Merkwürdig ist nur, dass es so spät herauskam, obwohl sie es ja so direkt gesagt haben soll. Was ebenfalls merkwürdig ist, ist, dass Nathan der Polizei und der Öffentlichkeit aus dem Weg ging. Das wurde auch beim zweiten Interview mit Shauna, was auch online zu finden ist, von dem Polizisten angesprochen. Er weist sie darauf hin, dass Kollegen von ihm versucht haben, Nathan zu erreichen, aber es nicht schafften, bei ihm durchzukommen. Sie wich ihm aus und sagte, dass sie davon nichts weiß und betonte, dass er sich ebenfalls Sorgen um Becky macht, gerade weil sie seiner Mutter unglaublich viel bedeutete. Nach dem Interview mit Shauna erklärte Nathan sich bereit für ein Interview. Im Gespräch mit dem Beamten ließ er verlauten, dass er Becky nicht sonderlich mochte. Deswegen wahrscheinlich auch die Formulierung, gerade weil sie seiner Mutter viel bedeutete. Wenn er sich Sorgen machte, dann nicht wegen Becky selbst, sondern weil das Verschwinden seiner Mutter so viele Sorgen bereitete. Nathan sagte, Becky sei egozentrisch und er mochte es nicht, wie sie mit seiner Mutter umging. Natürlich musste auch er nochmals die Situation am 19. Februar schildern und seine Version deckte sich 1:1 mit der Version von Shauna. Also wirklich 1:1. Es war die gleiche Geschichte, sodass die Beamten wussten, dass sie sich abgesprochen haben. Aber mehr als das kam auch nicht dabei heraus, weil keine Beweise gegen Nathan und Shauna vorlagen. Deswegen gingen die Ermittlungen und die Suche weiter. Die Polizei durchsuchte nochmals das Haus und fand Blutspuren an der Tür von Becky. Und auf den Blutspuren fanden sie einen Fingerabdruck. Während ganz Bristol seit einer Woche nach Becky suchte, wurden die DNA-Spuren ins Labor geschickt. Als sie wiederkamen, wurden die Polizisten in ihrer Annahme, dass etwas an der Geschichte von Nathan und Shauna merkwürdig ist, bestätigt. Denn der Fingerabdruck gehörte zu Nathan. Die beiden wurden wieder aufs Revier gefahren und als vermeintliche Täter in Untersuchungshaft gesteckt. Anfangs gingen sie noch davon aus, oder besser gesagt hatten sie die Hoffnung, dass Becky noch am Leben ist. Also dass es eine Geiselnahme ist, wobei diese Hoffnung klein war, weil die Geschichte der beiden, die sie der Polizei anfangs erzählten, dazu diente, ihnen ein Alibi zu verschaffen und es gab keine Lösegeldforderung oder ein Schreiben von den Entführern, also den beiden. Während der erneuten Befragung merkten die Ermittler, dass Shauna log, weswegen sie sich wieder ins Haus der Watts begaben, um nach weiteren möglichen Spuren zu suchen. Aber den Ermittlern fiel es schwierig, denn das Haus war sauber. Zu sauber, fast steril. Das Einzige, was sie fanden, waren Rechnungen von einem Baumarkt, datiert auf den 20. Februar, also den Tag, an dem die Vermisstenanzeige aufgegeben wurde. Gekauft hatten sie eine Kreissäge, Handschuhe, eine Sicherheitsbrille und eine Gesichtsmaske. Und dem Haus zufolge wirkt es nicht so, als wollen sie irgendetwas umbauen, weswegen der Verdacht sich erhärtete, dass die beiden Becky etwas angetan haben. Nach mehreren Verhören gaben die beiden klein bei. Nathan gestand die Tat, mehr oder weniger.
Er sagte, dass er ihr eigentlich nur eine Lektion erteilen wollte, indem er sie entführte. Bei der Entführung habe er sie aus Versehen stranguliert. Er hasste es einfach, wie sie mit seiner Mutter umging. Seinen Aussagen zufolge war es also ein Unfall. Man wusste nun endlich, was mit Becky passiert ist. Ihre Leiche wurde auch nur einige Tage später gefunden. Aber es offenbarten sich den Ermittlern noch dunkle Abgründe, mit denen keiner gerechnet hat. Nathan und Shauna hatten anscheinend Fantasien oder besser gesagt eine Obsession mit jugendlichen Mädchen. Ihr Traum war es, ein Mädchen zu entführen und unsägliche Dinge mit ihr anzustellen. Nachrichtenverläufe tauchten auf, in denen beide darüber sprachen. Folgendes sind einige Zitate daraus. Scheiße, bring mir zwei schöne Schulmädchen. Ich habe eben im Laden ein schönes Mädchen gesehen. Ich hätte es fast K.O. gehauen und es mit nach Hause gebracht. Lol. Davon aus, dass die Mädchen in ihren Fantasien im Alter von Becky waren, weswegen sie irgendwann Becky als Ziel und Versuchung ihrer sexuellen Gelüste ansahen. Nach weiteren Befragungen und Untersuchungen stellte sich heraus, dass Nathan mit Handschellen zum Haus kam, kurz nachdem Anya zum Arzt gegangen ist. Mit den Handschellen und einem Messer ist er ins Zimmer von Becky gegangen, hat sie überwältigt und 15 Mal auf sie eingestochen. Die Leiche von ihr haben sie in den Kofferraum von Nathans Auto gepackt und sich wieder ins Haus begeben. Als das Verschwinden von Becky einige Zeit später bemerkt wurde, schauspielerten sie. Die Suche nach ihr begann, während sie direkt vor den Augen der Ermittler hätte gefunden werden können. Nachdem das Haus untersucht wurde und alle das Haus wieder verlassen hatten, um anderswo nach ihr zu suchen, holten Nathan und Shauna Beckys Leiche wieder ins Haus und zerkleinerten sie in der Badewanne. Die Teile packten sie in Plastiktüten mit Salz vermischt. Danach versteckten sie sie in einem Gartenschuppen eines Nachbarn. Nathan und Shauna sagten im Nachhinein, dass ihre Beziehung mehr als toxisch war. Nathan soll Shauna gewürgt, dominiert und misshandelt haben. Das Einzige, was sie zusammenhielt, war die kranke Fantasie, die sie mit dem Verbrechen an Becky wahr werden lassen haben. Im Oktober 2015 begann der Prozess. Shauna dementierte jegliches Wissen über die Planung und Handlungen Nathans. Selbst als Fingerabdrücke von ihr auf den Plastiktüten gefunden wurden, Nathan wiederum blieb bei der Version, dass er sie aus Versehen stranguliert habe, obwohl 15 Messerstiche an Beckys Leichnam festgestellt wurden. Als die Textnachrichten Shauna als Indiz zur Mittäterschaft vorgelegt wurden, sagte sie, dass sie diese sarkastisch meinte. Nach 5 langen Wochen kam es endlich zum Urteil. Den Versionen der beiden wurde nicht geglaubt. Die Beweislage sprach für eine viel düstere Tat. Nathan wurde zu 33 Jahren ohne Möglichkeit auf frühzeitige Entlassung wegen Mordes und Entführung verurteilt. Shauna zu 17 Jahren wegen Totschlags. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was haltet ihr von dem Fall? Und findet ihr die Strafen, die die beiden bekommen haben, gerechtfertigt? 17 Jahre wegen Totschlags, obwohl Shauna geholfen hat, die Leiche einer jungen Frau zu zerteilen, finde ich persönlich etwas, wie sagen wir es am besten, ohne wie ein Wutbürger zu klingen, zu niedrig angesetzt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Was denkt ihr? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Damit unterstützt ihr den Kanal wirklich ungemein. Das sage ich nicht einfach nur so, das ist wirklich so. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.